Liebe Freunde, ich freue mich, euch aus Bolivien mein erstes Cyber-Interview präsentieren zu dürfen. Ich befinde mich hier, wie ihr sehen könnt, im wunderbaren tropischen Santa Cruz de la Sierra. Ich bin hier Seminare am Geben, als wohl auch meine Kultur- und Seminarreise für kommenden November zu organisieren. Aus den vielen Interviews mit spannenden Fragen haben wir die 9 besten ausgewählt, die ich euch hier nun beantworten werde. Ihr könnt uns dann per E-Mail mitteilen, welche Frage euch am besten gefällt, und der Autor der Frage, die am meisten E-Mails erhält, darf sich aus meinen Veröffentlichungen einen Preis auswählen. Zum Beispiel die spannende Remote Viewing DVD, meine Meditations-CD oder eines meiner Bücher. Wir kommen nun zur ersten Frage. Warum ist jemand hellsichtig? Hellsichtigkeit oder Intuition gehört zu den menschlichen Grundtalenten oder Grundvoraussetzungen wie Kreativität oder akademisches Wissen. Jeder von uns hat die Möglichkeit, eine Sprache zu lernen, Mathematik oder irgendeine andere Wissensquelle anzuzapfen. Sowohl auch die Möglichkeit, Instrumente zu lernen, zu malen oder zu zeichnen. Genauso hat jeder von uns die Möglichkeit, Intuition zu entwickeln. Nun ist Intuition vergleichbar mit einem Hobbymusiker. Jemand, der seine Intuition im Alltag ein bisschen einsetzt, ist jener Musiker, der immer wieder ein bisschen Instrument spielt. Hellsichtigkeit hingegen ist eine äußerst stark ausgeprägte Intuition, mit der man entweder geboren wird oder die man so stark übt, bis man sie in Hellsichtigkeit entwickelt hat. Nicht unbedingt jeder hat das Grundtalent, Intuition so weit zu entwickeln, dass es Hellsichtigkeit wird. Und dennoch hat jeder auch die Möglichkeit, bis zu einem bestimmten Punkt zumindest, seine Intuition zur Hellsichtigkeit zu fördern. Hellsichtigkeit kann in verschiedensten Lebensbereichen eingesetzt werden, zum Beispiel in der Wirtschaft, zum Beispiel in der Heilung, zum Beispiel in der Kunst, zum Beispiel auch mit der Polizei oder dem Militär. Wenn es am Anfang etwas schwierig ist, mit Hellsichtigkeit zu entwickeln, darf man sich auf keinen Fall verunsichern lassen oder entmutigen lassen. Wie überall, wie alles im Leben, macht nur Übung den Meister. Spürt man ein gewisses Talent zur Intuition, so sollte man auf jeden Fall versuchen, diese auch in Hellsichtigkeit zu entwickeln. Frage Nummer 2. Es gibt viele Gegner der Meditation, denn sie sagen, man öffne sich dadurch der Macht, die uns beherrschen will, und gebe ihr dadurch die Möglichkeit, uns zu steuern wie Roboter. Wir wären sozusagen willenloses Spielzeug in der Verbindung mit den höheren Mächten, die uns eingeben, es sei alles gleich und es gebe nichts Böses. Es gibt natürlich überall Kritiker, egal bei was es ist und um was es sich handelt. Meditation ist eine Übung, ist eine Technik, die hilft, uns selbst besser kennenzulernen. Meditation kann helfen, das eigene kreative Talent zu entwickeln oder zu fördern. Es kann helfen, die eigene Intuition oder Medialität zu fördern. Es kann auch helfen, ganz einfach zufriedener und aufgestellter zu werden im Alltag. Meditation will uns helfen, uns besser kennenzulernen, zu wissen, wer wir sind und wohin wir im Leben gehören. Es hilft uns, unsere Talente zu entwickeln und zu fördern. Somit werden wir nicht passiv, im Gegenteil, wir werden aktiver mit dem, was wir unternehmen möchten und unternehmen sollten, um unsere Lebensaufgabe auszuführen. Unsere intuitive Stimme zeigt uns, wo wir hingehören und was wir mit dem Leben machen können. Und das macht sie durch Meditationen. Keine Angst vor Meditationen, keine Unsicherheit und böse Zungen gibt es immer. Wichtig ist, dass man bei den Meditationen, die man macht, sich wohlfühlt und weiß, dass sie einem der eigenen Seele, den eigenen Wesen näher bringen. Frage Nummer 3. Was nützt Spiritualität dem Manager? Schon seit Jahrzehnten
setzen große Unternehmen Meditationen oder auch autogenes Training intensivst ein, um ihr Management zusammenzuführen, um Gruppencoachings zu entwickeln, aber auch um die einzelnen Manager ihrem eigenen Potenzial näher zu bringen. Spiritualität hilft nicht nur dem Manager, sondern jedem menschlichen Wesen, seiner eigenen Seele näher zu kommen. Es hilft, sich besser integrieren zu können. Ein Manager, der nun genau weiß, wie er funktioniert, wo seine Intuition liegt, wie er sie einsetzen kann, hat natürlich eine viel bessere Voraussetzung, mit seinen Mitarbeitern umzugehen und in notwendigen Momenten richtig handeln zu können. Steve Jobs zum Beispiel war ein Mensch, der sehr oft über Intuition sprach. Branson, ebenfalls in seinen Büchern wird sehr, sehr, sehr viel über Meditation gesprochen. Bill Gates, ein anderer großer Führer der Wirtschaft, der ausgesprochen scharf mit seiner Intuition in Verbindung ist. Intuition empfehlenswert für jeden, egal ob Manager oder nicht. Spiritualität natürlich auch. Frage Nummer 4. Viele Menschen nehmen auf die verschiedensten Arten und Weisen Informationen auf, die sie nicht so wirklich einordnen können. So gibt es zum Beispiel Träume von Verstorbenen, ebenso Träume von noch lebenden Menschen, zu denen man zum Beispiel schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Und deren aktuelle Situationen, welche sich einige Zeit später in der Realität bewahrheiten. Oder man spürt schon im Vorhinein, wie sich eine bestimmte Situation entwickeln könnte, auch wenn man die betreffenden Situationen, Personen gar nicht so genau kennt, um logisch schlussfolgern zu können. In den meisten Fällen erfolgen diese Erfahrungen unkontrolliert. Was rätst du Menschen, die diese Fähigkeit gerne besser lenken können und vielleicht sogar sinnvoll einsetzen wollen? Menschen, die von sich aus spüren, dass sie das Talent der Visionen oder Prophezeiung in sich haben, müssen unbedingt mit diesem Potenzial arbeiten und es vertiefen. Sind die Kanäle zum Hören selbst erst einmal offen, so können diese Bilder wahrgenommen werden in Form von Visionen, das heißt, man sieht Bildern, oder in Form von Stimmen. Man hört oder bekommt eine gewisse Situation erzählt. Ganz wichtig ist, dass man in solchen Momenten keine Angst hat. Viele Menschen hören Stimmen, wissen, ohne erklären zu können, woher was passieren wird, oder haben Träume zu Situationen, die sich ereignen werden. Wenn man nun Angst hat und vor solchen Momenten davonrennt, ist es so, als ob man seine eigene Seele vergewaltigt und ihr keinen Freiraum gibt, sich kreativ ausdrücken zu können. Es gibt viele Meditationen, es gibt viele Schulen, die dem Menschen, dem Suchenden helfen, wie er seine eigenen Fähigkeiten entwickeln kann. Und gerade in solchen Momenten rate ich den Menschen immer wieder an, im Internet oder in Büchergeschäften zu stöbern, zu spüren, welche Richtung sie am besten anspricht oder ihr entspricht, um diese Fähigkeit zu fördern. Frage Nummer 5. Kann es sein, dass die Seele eines verstorbenen Menschen, der in Gefangenschaft stirbt, ebenfalls irgendwie gefangen und traurig bleibt? Sind die Seelen nicht immer frei? In den meisten Fällen kann sich eine Seele nach dem Tod befreien. Sie geht ins Licht. Es ist es tatsächlich so, dass in einzelnen Fällen Seelen hängen bleiben können. Das kann zum Beispiel passieren, wenn eine Verstorbene oder eine Seele, die nicht mehr in einem Körper inkarniert ist, noch an Personen oder an Situationen auf dieser Erde gebunden ist. In diesem Falle kann es für die Seele tatsächlich schwierig sein, sich zu lösen. Ein anderer Grund könnte sein, dass der Tod sehr gewaltsam war und die Seele sich aus diesem Schicksal noch nicht lösen konnte. Hellsichtige Menschen sehen verehrte Seelen, sehen traurige Seelen und können diesen in Meditationen und Ritualen helfen,
weiterzukommen, ihren Weg zu gehen. Gott sei Dank aber ist es tatsächlich in den meisten Fällen so, dass Seelen sich praktisch immer lösen können, ohne irgendwelche Anhaftungen, und den Weg ins Licht finden. Wir kommen nun zur sechsten Frage. Wie nimmst du das Thema Dualseele, Zwillingsseele wahr? Gibt es sie für dich, die sogenannte andere Hälfte, die absolut zu uns passt? Und glaubst du, dass zwei Seelen, die sozusagen aus einer stammen, durch diese unendlich tiefe Verbindung und bedingungslose Liebe, die beide verbindet, der Erde und der Menschheit mehr Liebe und Heilung bringen kann, als alleinstehende oder andere Paare in Verbindung mit einem sonstigen Seelenpartner? Puh, was für ein langer Satz. Oder hängt dies vielleicht mit der persönlichen, irdischen und geistigen Reife und der Fähigkeiten zu lieben zusammen? Zwei Menschen, die sich finden und lieben, aus sich heraus spüren, dass sie etwas mehr, dass sie mehr anzieht als nur irdische Gelüste, haben praktisch in allen Fällen bereits eine seelische Verbindung in sich. Wenn wir von Seelen, Partner, Dualseelen oder Zwillingsseelen sprechen, ist es wichtig, dass wir uns diesen Begriff genauestens ansehen. Wir sprechen von Dualseele oder Zwillingsseele und nicht Dualmensch oder Zwillingsmensch. Das heißt, was wir anziehen, ist nicht der Mensch, sondern seine Seele. Gehen wir nun mal davon aus, dass meine Fäuste hier zwei Menschen sind. Diese ziehen sich an und ergänzen sich, passen bestens zusammen. In diesem Falle können wir von Dualseelen sprechen. Dass dies funktioniert, braucht es benötigtes Respekt, benötigtes Liebe und benötigtes eine intensive und tägliche Zusammenarbeit. Entwickelt sich nun der eine von den Zweien in eine andere Richtung weiter, so kann es sein, dass die zwei plötzlich nicht mehr zusammenpassen. In diesem Falle sind sie keine Zwillings- oder Dualseelen mehr. Sich fest zusammenklammern ist meistens kontraproduktiv, wenn man nicht spürt, dass die Liebe und der Respekt nicht mehr vorhanden ist. In diesem Falle lässt man lieber los und sucht sich dann einen neuen Seelenpartner, der zur neuen Seelenstruktur passt. Seelenpartner funktionieren, existieren, aber Seelenpartner, Dualseelen müssen nicht immer und ein ganzes Leben lang in nur einem menschlichen Körper sein. Zwei Menschen, die sich lieben, aber nicht unbedingt partnerschaftlich zusammen sind, sondern einfach als Menschen lieben, können genauso gut zusammenarbeiten, können genauso viel erreichen. Man kann das übrigens sogar auch alleine. Es gibt viele Menschen, die spüren, dass sie alleine mehr ausrichten können als mit einem Partner. In spirituellen Gesetzen gibt es kein Schwarz oder Weiß und es gibt kein nur so oder so. Jeder Fall ist für sich ein eigenes Universum, jeder Fall, solange er bewusst und aus der inneren Seele und Überzeugung kommt, ist richtig. Wichtig ist, dass man die eigene Stimme hört und ihr vertraut. Frage Nummer 7. Unsere Vorfahren, die Hochkulturen der Sumerer, Inkas, Ägypter und vielen anderen, haben Wunder, die zum Teil zur UNESCO-Weltkulturerben gehören. Wie die Rapa Nui, Moai, Pyramiden von Gizeh, Mond- und Sonnenpyramiden, Petra, Stonehenge, Machu Picchu oder die Pyramiden in Mexiko. Noch heute weiß man nicht genau, wie diese erbaut oder genau entstanden sind. Sind sie durch die damaligen Hochkulturen, also durch Menschenhand in Anleitung übernatürlicher Kräfte entstanden? Sind sie durch Gottheiten, durch Engel oder gar außerirdische Kräfte erbaut und versetzt worden? Haben unsere Vorfahren einen direkten Draht zur Allwissenheit des Universums gehabt? Oder sind sie die ausführende Kraft der Gottheiten, Engel oder der außerirdischen Kräfte gewesen? Sind diese Mächte noch unter uns vorhanden oder sind diese Außerirdischen in Form von Beobachter, in Menschenform oder feinstofflicher Form unter uns?
Spannende Frage. Es ist tatsächlich so, dass viele, die hier als Menschen geboren wurden, Seelen von anderen Planeten oder anderen Welten sind. Es ist auch unumstritten, dass frühere Kulturen einen sehr viel direkteren Draht zu geistigen, spirituellen oder außerirdischen Wirklichkeiten oder Welten hatten. Es gibt übrigens noch heute viele Zweifler zum Thema Außerirdische. Wer sich da informieren möchte, findet im Internet sehr, sehr, sehr viele gute Videos, in YouTube vor allem, zu Kongressen und Veranstaltungen von Journalisten, Wissenschaftler oder sogar Politiker, die sich offen zum Thema Außerirdische bekennen. In Südamerika, als wohl auch in Ägypten, finden sich viele Pyramiden, die aus Steinen gebaut wurden, die hunderte von Kilometern entfernt abgebaut wurden. Noch heute ist es der Wissenschaft ein Rätsel, wie diese Steine zum heutigen Punkt gelangt sind. Viel davon wird sicher noch längere Zeit mystik bleiben, wird sich nie 100% beantworten können. Aus eigenen Erfahrungen weiß ich aber, dass wir hier immer wieder besucht werden von Wesen aus anderen Planeten, Außerirdischen zum Beispiel, dass diese Außerirdischen uns auch helfen können bei unserer Entwicklung, sei es spirituell oder auch technisch wissenschaftlich. Ich hatte selbst schon miterleben dürfen, wie Wesen, geistige Wesen, spirituelle Wesen hier auf diesem Planeten Wunder vollbringen konnten. Mir wurde einmal gesagt, dass diese außerirdischen Wesen vergleichbar wären mit Sozialarbeitern hier auf dem Planeten. Das heißt, einige Kulturen schicken Sozialarbeiter in andere Länder, um zu helfen, oder Lehrer. Genauso senden Außerirdische ihre Sozialarbeiter oder weisen Wesen hier auf die Erde, um uns zu helfen und uns in unserer Entwicklung weiterzubringen. Viele dieser mystischen Bauten haben eine ausgesprochen starke Energie. Menschen, die bereits an diesen Orten waren und meditierten, haben sehr oft direkte Informationen erfahren oder sehen dürfen, wie diese Konstrukte teilweise zustande gekommen sind. Ich selbst hatte ja schon die Möglichkeit, in verschiedenen Tempeln von Ägypten oder Südamerika zu meditieren und habe tatsächlich klare, konkrete Informationen erhalten, dass Hilfe vorhanden war, als diese Gebilde gebaut wurden. Gut, achte Frage. Gibt es Menschen, die von mehreren Engeln beschützt werden oder wacht jeweils nur einer auf einen Menschen? Es gibt verschiedenste Formen von Wesenheiten, die uns begleiten und unterstützen. Wir haben Schutzengel, wir haben Geistführer und wir haben Seelen von Verstorbenen. In meiner Erfahrung hat ein Mensch zwischen 1 und 3 Wesen, die ihn begleiten. Manchmal sind es 2 Schutzengel und ein Geistführer. Manchmal ein Verstorbener, ein Schutzengel und ein Geistführer. Was jedoch immer der Fall ist, dass es zumindest ein Schutzengel hat. Jetzt kann es sein, dass diese Geistführer oder Verstorbenen sich teilweise abwechseln. Wenn man zum Beispiel einer heilerischen Tätigkeit nachgeht im Alltag, im Leben, so zieht man ein Schutzwesen an, das diese geistigen Arbeiten unterstützt. Lässt man diese nun und gibt sich was anderem hin, so zieht man automatisch ein neues Wesen an, das diese Aufgabe ausführen kann. Oder Verstorbene zum Beispiel. Verstorbene haben oft ihren eigenen Entwicklungszyklus, bleiben bei uns, solange es für beide stimmt, bis irgendwann der Moment für den Verstorbenen kommt, selbst in seiner Entwicklung auch weiterzugehen. Wer hingegen immer bleibt, sind Schutzengel. Und nun zur letzten Frage, zur 9. Frage. Wie treffen sich zum Beispiel die Seelen der Verstorbenen und das Medium? Oder weiß der Verstorbene, dass er gerufen wird? Oder manchmal meldet er sich ja direkt über das Medium, falls ein Verwandter oder Bekannter den Wunsch hat, Nachrichten zu erhalten. Das Medium beschreibt und gibt Auskünfte über den Verstorbenen. Wie geschieht das? Sieht das Medium den Körper des Verstorbenen, wie er zu Lebzeiten war, oder geschieht dies über das Gehör?
Mit Verstorbenen zu sprechen ist wie ein Telefongespräch zu führen. Beide besitzen ein Apparat, ein Telefon, beide haben die Möglichkeit, eine Nummer zu wählen, um den anderen zu erreichen. Das Medium kann den Verstorbenen anrufen, der Verstorbene kann das Medium wählen oder anrufen. Interessanterweise können Verstorbene auch Menschen rufen, die sich selbst nicht bewusst sind, dass sie medial veranlagt sind, weil ihr ein Verstorbener anhand der Aura vom Medium sieht, wie offen sein drittes Auge ist. Man darf also nicht überrascht sein, wenn man plötzlich eine Stimme hört oder ein Wesen sieht, das man noch nicht kennt oder selbst betreffend eine Erfahrung, die man noch nie gemacht hat. In solchen Fällen sollte man hingucken und hinhören, um zu spüren, was die Nachricht sein möchte. Rufe nun Erdenmenschen die Seele eines Verstorbenen, so kommt er auch tatsächlich in den meisten Fällen. Es ist jedoch auch immer möglich, dass der Verstorbene in seiner Entwicklung bereits weitergegangen ist, vielleicht schon wieder inkarniert ist und in solchen Fällen sich natürlich nicht mehr melden kann. Die Wahrnehmungsform von Nachrichten Verstorbener kann sein über das Gehör. Das heißt, man hört eine Stimme. Wenn ein Verstorbener zu mir spricht, höre ich seine Stimme ganz klar unterschiedlich von meiner eigenen Stimme im Kopf. Man kann eine Nachricht auch sehen, das heißt, man sieht Bilder vor sich, die Nachricht übermitteln. Man kann eine Nachricht auch körperlich oder emotional spüren. Körperliche Wahrnehmungen, zum Beispiel in der Bauchgegend oder in der Herzgegend oder im Kopf. Jeder Mensch, der spürt, dass er offen ist für Durchsagen, muss für sich selbst erkennen, welches seine eigene Wahrnehmungsform ist. In meinen Seminaren lerne ich den Teilnehmern immer wieder, wie man auf intuitive Durchsagen, egal welcher Natur, man hören kann und wie man diese umsetzen kann im Alltag. Gut, schön, wir wären bei den 9 Fragen angekommen. Ich danke euch für das rege Teilnehmen und wünsche dem Gewinner bereits schon jetzt viel Spaß mit einer meiner Veröffentlichungen. Liebe Grüße aus Bolivien.